wir kommen dann auf die nächste Frage. Und das ist eine Frage von dem Herrn Angel. Über die Situation an der Monte Pilat. Herr Angel. Ja, Madame Bouymister, vielmals merci für das Wort. Das ist effektiv so. Nachdem sich gelesen zu einer E-Mail, wo ich eine Kopie war von einem Bürger aus der Stadt, den sich klammert hat, wo er noch Antworten gewährt hat, wo ihm du noch der Kollege platzt, dass wir ihn auf seinem Blog, den du den 21. November kreiert hat, wo er geschreibt, der Geduldsfurt, der Massmagras, ob einem Mändischen Novent, den 21. November 2016, du hast auch den Blog geguckt und du hast all die Probleme gesehen und du hast mal Rendezvous bei dem Mann geholt, also den 26. November, ob der Pilatus-Bürger gegangen und haben die Situation angeguckt und du hast den 1. Dezember diese Kurier gemacht. Und wir wissen alle gut, dass der Pilatus-Bürger an den letzten Jahren viel Changemente erlebt hat durch eine ganze Reihe von neuen Konstruktionen. Dadurch das hat natürlich eine Reihe Probleme für die Wohner an dieser pittoresken Straße abgeworfen. Es kommen auch zu Terrasse-Glissementen, Probleme, was den Verkehr anbelangt, an eine Reduktion von den Parkplätzen auf der Voie publique. Am Moment sind pure Immeublen en cours de construction, das sind Nummern 25, 27 und 50. Also kommen eine Rutsch frohe Ning insgesamt. Die erste Frage wäre, wie viele Logemente und wie viele Emplacemente für Autos oder Garagen sind vorgesehen am Kader von den zwei Projekten Immobilier, die ich gerade oben zitiert habe. Zweitens, bei diesem Projekt wie bei manchen anderen Projekten an der Straße, Parkplätze auf der Voie publique supprimiert, wenn das der Fall ist, also würde ich froh, wie viele Daten wären. Ein dritte Frage ist, wie viele Vignette Stationnement hat Stadt Lützburg den Avonar von der Monte Pilat ausgestellt, wie viele Emplacement des Stationnement, also Parkplätze, ginnet auf der Voie publique an dieser schmaler Straße, die am plus, das will ich auch nach so ein Voie sans issue, also ein Straße, wo ich nicht durchführen kann, aber wo ich muss nur drehen, und du hast doch nicht immer einfach auf der Platz der Rebroussement können zu drehen. Da geht es, neben den Chantien, die ich zitiert habe, die am Gang sind, wollte ich auch wissen, ob andere Baugenehmigungen angefragt gesehen, für an dieser Straße nach Gebäude aufzurappen oder neue Gebäude zu bauen. Fünftens wollte ich wissen, ob die Stadt Lützburg auch Proprietäres von Terrain oder Gebäulichkeiten an der Frau. Sechstens, falls das der Fall wäre, wenn wir da Proprietär wären als Staat von Terrain, würde ich fragen, ob es politisch Wille gibt, für ein oder die anderen Parkplätze auf der öffentlichen Voie, also ob da neue Parkplätze dort zu installieren, weil ja so viele Parkplätze an den letzten Jahren dort verschwunden sind, dann kommen aber immer mehr Avonen und dabei. Und ich will daran erinnern, dass die ursprünglich alle Häuser, die dort sind, alles Häuser sind, wo keine Garagen dabei sind, aber wo auch die Leute keine Möglichkeit haben, ein Garage dabei zu bauen. Dann wollte ich auch daran erinnern, dass da den Strohsatz, die Pilatus Birsch, das hier Birsch geht hier ab, und sie ist nicht, kennt keinen öffentlichen Transport an die Straße, und noch nicht relativ nah bei die Straße, muss ich schon relativ weit gehen, dem wo in den Pilatus Birsch ist, bis ihr bei den ersten Bushaltestellen könnt. Ich will auch daran erinnern, dass es auch oft Schwierigkeiten hat, dass die Ela Mattbürgerinnen und Mattbürger aus der Straße mal gesagt, dass die Leute, die mit zwei Domizil kommen, all die Assoziationen, die kommen ja mit dem Auto dahin, weil sie nicht ernst, dass sie dahin können. Und auch für die ist es ganz schwer, da an der Straße sich legal irgendwo zu parken. Dann wollte ich auch daran erinnern, ich meine, die hat ja selber all die Mail gekriegt an die Fotos von der Straße. Wir sind von den Bürger regelrecht bombardiert gekommen. Ich meine, die Situation, die muss ich in echt holen. Und dafür wollte ich mich auch freuen. Ich meine, die sieht sich auch an, dass es Hexe Eisenbahn ist, wir können da zu reagieren. Und ich wäre auch froh, ich würde mich freuen, ob das nicht mengt, müsst ihr vielleicht auch eine Evaluation machen über die Accessibilität von der Monte Pilat durch ein Service de Secours an der Sauvetage, ob Pompier in dem Weise da noch an die Straße rankommen, mit ihren Gefährer, besonders oben, wenn ihr guckt, wie du die Straße ausgesagt, wie du geparkt, in dem Weise auch leider
will geparkt, weil keine anderen Möglichkeiten da sind, muss ich gucken, ob da nicht Probleme können entstehen. Und muss ich noch nicht gucken, ob es danach opportun ist, weiterhin so viel Baugenehmigungen zu attribuieren. Ob die Straße richtig klassiert ist, kann ich noch nach ein analysieren. Das gesagt, das sind ganz kurz froh, und ich wäre froh, mein Bürgermeister, dass ich da eine klare Antwort kriege. Das ist nicht eine Antwort für mich, für Eisabanne, mit das besonders eine Antwort für die Leute, die an der Straße da schon lange wohnen, aber auch die, die da neu beigezogen sind. Dafür wollte ich merci so schon am Vieras für die Antwort. Merci. Merci, Herr Angel, für das klar zu machen, versichern Sie mich kurz zu machen. Ich meine, die Hut. Ein Teil Antwort selber gehen, ja, wir haben die Fotos gekriegt, wir haben sie gesehen, und direkt mit dem ersten Blick gesagt, und zwar, dass die Auto über die den Herrn zu Recht sich aufregt, dass das effektiv Autos sind, die falsch stehen, die unverständlich stehen, wo keine Regeln vom Code de la Route angehört gehen. Das ist bedauerlich, aber das ist nicht uns schuld, weil das hat nicht, das darf nicht sein. Für was wären die Situationen, für was wären besonders die Zeit, wir wollen zwei Chantien effektiv da am Gang sind, an wie sie Chantien, also Chantien in dem Sinn, dass ich den Häuser gebaut gehen, die sehen, da kommen Handwerker, bon, die haben eben noch hier besoin, ne, für hier Autos, aber das eben im Moment, dass ich so gestaltet habe, dass es unmöglich nach wären, wirklich nicht akzeptabel, dass das hat die Mann schon ganz recht. Ich so nicht nur Fakten, wer da autorisiert gehen ist, und natürlich ganz dans la Legalität. Es ist ein Immöbel, das den 19. Dezember 2014 ein Immöbel auf den Terrain 25/27 autorisiert gehen, also Monte Pilat, wo 7 Emplacementer sind für 7 Logementer. Das heißt, Emplacementer sind am Haus. Und das auch nach einer Autorisation, den 20. November 2015 für ein Haus auf dem Terrain 50 bis 52 mit 11 Emplacementen für 10 Logementen, also am Haus immer. Es sind also keine Plätze verschwunden durch die Gebäude, die gebaut sind. Mir nachher, das ist schon ganz richtig, dass da unhaltbare Zustände waren, besonders während dem Chantier. Und ich gehe dann hier nur der Madame Tans Antwort für die Frage, wie viele Vignetten und so sind da. Weil da kriegen all die Leute, die da wohnen, kriegen die normalen Vignetten. Aber ich wollte just noch so ein Wort über das Daklassement. Ja, am Jolieplan wird Monte Pilat an ein H2, das heißt, kommt in 2,8 Niveau ein Heisch bauen, und es konnte noch Residenzen gebaut gehen. Ihr wisst, oder die an die Kommission kommen, die wissen, dass das nur an dem neuen PAG aklassiert ging, an HAP 1, am meisten B. Das heißt, da sind nicht Residenzen mehr möglich. Wird also effektiv manner Bebauungen in Zukunft werden vorgesehen. Aber nach einem Kehr, der Mann kann ich gut verstehen, den Unmut über die unhaltbaren Situationen, aber das war aber hat nichts mit unserer Reglementation zu tun. Das tut mit einem unverständlichen Behohlen von Leuten und von Entreprisen zu tun gehabt. Und natürlich haben wir auch Police dahin geschickt. Und natürlich haben die auch den Moment PW gemacht, aber dafür haben wir keine Garantie, dass das Police drauf nicht abends so war. Madame Tanson, würde ich nach mir präzise zu hören über die Vignette. Ja, also just noch eine Präzision noch zum Datum. Das heißt, ihr wisst, jetzt sind die Parkplätze, die fortkommen, wenn es der Occupation de la Voie publique, die gehen just limitiert, gehen, wenn nicht da entsteht. Also, ihr müsst ja können, auf seinem Terrain aber irgendwie etwas machen. Und die war gegen vom 21. November bis 6. Februar, und das wäre dann heute. Das heißt, ab morgen sind die Parkplätze im Prinzip disponibel, das wird auch kontrolliert. Und die sind dann natürlich auch nicht definitiv fort, aber das ist eben recht, weil den dann einfach holt. Kitt, das ist heißt, auf ungünstigen Plätzen, das war halt eben nicht anders als heimisch. An der ganzen Straße sind 103 Vignetten vorgegeben für 19 Parkplätze, von denen wir schon geschwärzt haben. Es sind natürlich auch Leute, die eine eigene Garage haben, die ihren Auto können anstellen. Und das ist eben recht, dass außer am
autofreien Quartier in eng Vignett und Territoire von der Stadt krit. Dat gëtt aber keinem errascht ob eng Parkplatz. Me dat gëtt engem just errascht, sie wird bei sich 400 Jahre oder an anderen Straßen an der Stadt zu parken, je nachdem, was eben da umgehen ist. Es kann ihnen auch keinen Parkplatz reservieren, außer für die Kategorien, die express eben am Côte de la Route annonciert sind, die Kanzel, Handicapierten, Voiture offiziell und Voiture de la Police, also Voiture offiziell von den diplomatischen Missionen. Dann, ja, als Agenten auch vom Service Parking sind aber seit der Situation ganz oft dahin gegangen. Natürlich können sie nicht konstant um Terrain sind, aber bei den Reklamationen von dem her sind natürlich die Leute immer dahin gegangen und immer im angegriffen. Aber das wie mit allem, sobald dann kein du aus, dann kann es natürlich dazu kommen, dass dann einfach ein Problem ist. Voilà, ich hoffe, dass wir ihr schon auf eine Frage geantwortet haben. Also, dass die Situation sich beruhigt. Ja. Ich hätte doch gefragt, ob man da Proprietär sie von Terran oder Gebäude als Gemeng, und ob man da nicht, sie nicht nur Parkplätze verschwunden, durch, weil da provisorisch Chantier war, aber die ganz, ein ganz Ritsch von neuen Häusern, die da gebaut sind, da ist ganz großzügig und Leute ganz breit vom Haus, Garage, aber nach Parkplätzen, sodass da wirklich ganz, ganz viele Plätze, die früher gehofen, natürlich verschwunden sind, aber auch die Leute haben natürlich recht, für hier und hier. Aber wenn sie keine Garage bauen, dann kommen sie nach bei dir dabei, die einen Parkplatz an der Stoß sichern. Das ist das Ganze. Ob wir dort heran und das wollte ich nach vorne an Heiser. Ja. Bon. Wir müssen, wenn neu gebaut wird, dann müssen sie sedieren, für das Stoß auch mehr breit gemacht wird. Der Stoß, also auf diesen Plätzen mehr breit gemacht wird. Wo mir Terrain da nicht? Das ist nicht, dass ich weiß. Ich kann nicht froh, dass ich nicht das wird, merci. Nein, schon ein. Merci, merci. Außer eben außer die Emprisen, die sie müssen auftreten, für das Stroh durch mein Brief. Und das ist Madame Tanson so. Wenn ein entrees Garage, also ein entrees Garage, die muss frei bleiben. Aber nicht um Recht von dem, mehr aber nicht um Recht von dem Haus. Also da kann ich sie schon für durchstellen. Von seinem Haus, für die kein Recht nehmen, selber dürfen dort zu parken. Ne? So, nächste Frage.